Hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man so ein Ärmelbündchen direkt an den Ärmel anhäkeln kann, ohne dass man das irgendwie zuerst häkeln muss und dann wieder dran häkeln und oder vernähen oder sonstiges, sondern ihr könnt einfach, nachdem ihr den Ärmel fertiggestellt habt, das Bündchen direkt anhäkeln. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt an meinem neuen Pullover. Und zwar habe ich jetzt hier mit einer Reihe Stäbchen, ganze Stäbchen beendet. Das ist aber egal. Also ihr könnt auch jetzt eine Reihe haben mit halben Stäbchen oder festen Maschen. Das macht keinen Unterschied. Zuerst müssen wir uns überlegen, wie lang wir das Bündchen haben wollen. Ich habe auf der Seite, auf der anderen Seite habe ich das schon fertig. Noch nicht vernäht, noch nicht zusammengenäht, aber so sieht das aus. Das heißt also, im Optimalfall macht man das auf der anderen Seite genauso. Deswegen habe ich mir hier notiert, dass ich das mit 6 plus eine Luftmasche hochmache. Also das sieht dann so aus. Man kann das in einer beliebigen Länge machen. Also ihr könnt das auch mit 10 Luftmaschen plus eine Wendeluftmasche machen oder mit 12 Luftmaschen plus eine Wendeluftmasche. Je nachdem, wie viele Luftmaschen ihr aufnehmt, also je mehr, desto länger wird das Bündchen. In meinem Fall habe ich mich jetzt für so ein kurzes entschieden, also 6 Luftmaschen plus eine Wendeluftmasche. Das heißt also, ihr schneidet den Faden nach eurem fertigen Ärmel gar nicht ab, sondern lasst ihn einfach dran und häkelt direkt weiter. Dazu nehmen wir jetzt 6 Luftmaschen auf. Plus eine Wendeluftmasche. Wichtig ist vielleicht, ich häkel zum Beispiel immer etwas fester, dass ihr die nicht ganz so fest macht, weil wir gleich nur in das hintere Maschenglied einstechen. Jetzt häkeln wir einfach in jede Masche, also das ist unsere Wendeluftmasche, also jetzt häkeln wir jetzt quasi 6 feste Maschen. Da geht schon los, ich habe es nämlich nicht locker genug gemacht, kommt man nämlich dann schlecht rein. Also 1. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, damit haben wir quasi die erste Rippe für unser Bündchen. Das müssen wir nun hier unten irgendwie befestigen. Und das machen wir mit Kettmaschen. Auch da ist die Anzahl der Kettmaschen variabel. Habe mich jetzt hier für 4 Kettmaschen entschieden. Das sorgt dafür, dass sich das Bündchen, wie man hier sieht, zusammenzieht. Das heißt also, der Ärmel ist hier wesentlich weiter. Und hier vorne am Bündchen wird es dann enger. Ihr könnt zum Beispiel 2 Kettmaschen nehmen, dann bekommt ihr ein sehr weites Bündchen. Ihr könnt 3 Kettmaschen nehmen, dann wird das Bündchen etwas enger. Ihr könnt 4 Kettmaschen nehmen, dann wird es so eng wie hier. Also das ist variabel. Da könnt ihr also ganz nach eurer persönlichen Vorliebe entscheiden. Die Kettmaschen häkel ich immer nicht hier unten rein, wo wir jetzt quasi genau drüber sind, sondern ich starte mal mit der nächsten, zähle da ab. Das heißt also eine Kettmasche, zwei, drei und vier. Dann dreht ihr das einfach wieder so um, dass ihr wieder diesen Längsstreifen hier behäkeln könnt. Und zwar überspringen wir jetzt diese ganzen Kettmaschen, die wir hier unten gemacht haben, und häkeln wieder nur die 6 Maschen, die wir hier oben zur Länge des Bündchens haben. Und in diesem Fall häkeln wir also ab jetzt nur noch ins hintere Maschenglied. Wenn man jetzt von oben drauf guckt, sieht man ja quasi 2 Maschenglieder. Einmal das vordere und das hintere.
Das hintere ist immer das, was von euch wegzeigt. Das heißt also feste Maschen ins hintere Maschenglied. Hier einstechen. Eins. Wieder da ins hintere Maschenglied. Zwei. Hintere Maschenglied. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Oben immer die eine Luftmasche zum Wenden nicht vergessen. Und wir drehen es direkt wieder um und häkeln den gleichen Weg wieder zurück. Ins hintere Maschenglied sechs feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Unten angekommen, starten wir wieder mit vier Kettmaschen. Eins, zwei, drei, vier. Drehen, überspringen wieder die Kettmaschen und häkeln wieder ins hintere Maschenglied sechs feste Maschen. Oh, da habe ich jetzt ein Haar von mir mit eingehäkelt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal habt, aber meine Pullover sind immer extra schön warm, weil da sind immer noch ein paar von meinen Haaren mit dabei. So. Und wenden. Einmal zeige ich noch die Kettmaschen und dann zeige ich euch, wie man das Ganze dann hinterher vernäht. So. Letzte feste Masche in der Reihe. Und wieder vier Kettmaschen. Eins, zwei, drei und vier. Einfach zurückdrehen und dann könnt ihr hier wieder hochhäkeln. Man sieht also schon, so sieht das dann aus. Man bekommt so eine schöne Rippenstruktur. Es ist wirklich eine meiner liebsten Techniken. Ich benutze die für ganz, ganz viele von meinen Pullovern, weil ich das super praktisch finde, dass ich hinterher nicht irgendwas da dran nähen muss oder zusammen häkeln muss, sondern ich kann einfach mit dem Faden vom Ärmel direkt weiter häkeln und das Bündchen dran machen. Jetzt haben wir ja dieses Bündchen quasi schon fertig. Das ist fertig, wenn ihr bis zum Schluss alle Kettmaschen gemacht habt. Ich mache die letzte Kettmasche dann immer hier nochmal so drunter. Und man sieht, ich habe dann auch noch mal hochgehäkelt. Hier oben ist der Faden. Und jetzt kann man es quasi zusammennähen. Ich schneide dann den Faden ab und lasse den immer so ein bisschen länger, damit ich direkt mit diesem Faden vernähen kann. Und zwar am besten macht man das mit, am schönsten wird es, wenn man den Ärmel einmal auf links zieht und dann das Vernähen anfängt. Dazu benutze ich eine Vernähnadel oder Stopfnadel, in diesem Fall aber extra Vernähnadeln. Und ich mache das immer so, ich lege mir die beiden Endbündchen so aufeinander und gehe immer auf jeder Seite nur in eine Masche. Das wird eigentlich dann immer am schönsten. Dann gehe ich direkt auf der anderen Seite hier rein, immer in die hinteren Maschenglieder. Hier das zu mir liegende vordere und hier das von mir wegliegende hintere. Rutscht der Faden gleich wieder raus. Da.
nicht ganz so festziehen, dass es nicht sich dann nicht so zusammenzieht. Also ihr nehmt eigentlich immer nur ein. Eine Schelle. Und das wäre es im Grunde genommen schon. Das hält also wirklich gut. Und somit wäre unser Bündchen dann hier verschlossen. Das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr könnt die Technik jetzt demnächst auch super für euch verwenden. Danke fürs Schauen.